Wenn du auf der Suche nach einer Eigentumswohnung oder einem Haus bist, dann kennst du das Problem. Die Preise steigen und steigen. Aber es gibt ja auch einen Lichtblick. Die wirklich niedrigen Zinsen nämlich. Preise und Zinsen bestimmen zusammen maßgeblich, wie teuer der Immobilienkauf ist. Wir haben das Spiel beider Kräfte verglichen und beantworten die Frage, Zinsen versus Preise, gleicht sich das aus? Die Frage, die dahinter steht, interessiert viele KäuferInnen. Wurde der Auftrieb der Immobilienpreise durch die niedrigen Zinsen aufgefangen? Und ist dies vielleicht weiterhin der Fall? Gibt es sogar Situationen, in denen Preise nur moderat gestiegen, die Zinsvorteile aber viel größer geworden sind? Oder haben die Preise alle Vorteile der Zinssenkungen aufgefressen? Im Zentrum unserer Analyse stehen die Finanzierungskosten für eine Eigentumswohnung und ein Haus. Jeweils in einer Großstadt, nämlich Berlin, und in einer eher ländlichen Umgebung. Da haben wir die Region Uckermark untersucht. In den Jahren 2010 bis 2020. Detaillierte Informationen über die Datenerhebung und unsere Auswertung erfährst du auf unserer Webseite, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Fall 1. Die Eigentumswohnung in der Uckermark in Brandenburg. Die südlichen Randgebiete der Uckermark sind nur rund eine Autostunde vom Berliner Zentrum entfernt. Die Preise auf dem Land sind hier aber deutlich niedriger als in der Stadt. In den Jahren 2013 bis 2016 haben sie auch fast stagniert. Das ist bei unserer Analyse tatsächlich eine Seltenheit. Doch seit 2017 kennen die kombinierten Neubau- und Bestandspreise auch hier nur noch eine Richtung, nach oben. Im Vergleich zu Häusern bewegten sich die Preise für Wohnungen auf dem Land auf einem höheren Niveau. 2017 lagen sie mit den Häusern auf dem Land gleich auf. Aber dann ging es im Eiltempo nach oben. 2020 lag die Preissteigerung im Vergleich zu 2010 bei knapp 45%. Wie aber sah das Zusammenspiel mit den Zinsen aus? Ziemlich uneinheitlich. In den Jahren 2012, 2013, 2014 und vor allem 2015 und 2016 sanken die Zinsen stärker als die Preise. Das bedeutete unterm Strich eine ziemlich große Finanzierungskostenersparnis. Im Jahr 2016 fielen die Zinsen auf 1,79% und reduzierten die Zinskosten für die Finanzierung unserer 80 Quadratmeter Referenzwohnung um 18.000 Euro. Das führte zu insgesamt 7.224 Euro gesparten Finanzierungskosten im Vergleich zu 2010. Seit 2018 steigen die Preise aber so stark, dass die weiter gesunkenen Zinsen diese nicht mehr auffangen können. Zwei Erkenntnisse lassen sich aus der Analyse ableiten. Erstens. Die Finanzierungskosten von Wohnungen auf dem Land schwanken stark. Im günstigen Zeitpunkt gekauft, boten sie ein sehr gutes Preis-Zins-Verhältnis. Und zweitens, die Zeit der besten Kaufbedingungen ist erstmal vorbei. Aber trotzdem, die Dynamik schwächte sich 2020 ab. Solltest du also ein gutes Angebot finden, dann unbedingt zugreifen. Fall Nummer 2, das Haus in der Uckermark. Bis 2016 waren Häuser auf dem Land die absolut richtige Wahl. Zumindest im Vergleich zu den Konditionen 2010. In dieser goldenen Ära haben die günstigeren Zinskosten die moderat steigenden Preise bestens ausgeglichen. Im Jahr 2015 blieb ein sattes Plus von 14.842 Euro für einen Hauskäufer, der in diesem Jahr gekauft hat, im Vergleich mit seiner Nachbarin, die schon 2010 in die Uckermark gezogen war. Von allen Modellfällen stiegen die Hauspreise auf dem Land am geringsten. Im Jahr 2012 sind sie sogar gesunken. Im Jahr 2020 lag die Preissteigerung seit 2010 bei 37%. Ab 2017 stiegen die Hauspreise aber auch hier so stark, dass die Zinsen dieses Plus nicht mehr ausgleichen konnten. 5 Jahre lang galt für diesen Modellfall, was alle ImmobilienkäuferInnen immer hoffen. Die Zinsen sanken und kompensierten Preissteigerungen so stark, dass die Immobilie unterm Strich tatsächlich günstiger wurde. In den vergangenen 4 Jahren hättest du aber drauf gezahlt. Und wie geht es jetzt weiter? Sollten bei steigenden Preisen die Zinsen erneut sinken, ist das Haus auf dem Land auch bei weiteren Preissteigerungen eine gute Wahl. Stagnieren die Zinsen oder steigen sie gar, dann wird das Verhältnis von Preisen und Zinsen unvorteilhafter. Aber trotzdem bleibt ein Haus auf dem Land eine lohnenswerte Investition. So sieht also das Verhältnis von Preisen und Zinsen auf dem Land aus. Wie aber ist die Lage in der Stadt? So viel sei verraten. Ganz anders als auf dem Land. Wie genau, das erfährst du im zweiten Teil unserer Auswertung von Zinsen und Immobilienpreisen. Schau dir das Video gleich im Anschluss an.
Wenn du bis hierhin Fragen hast, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schick uns gerne eine E-Mail an podcast@scout24.com oder du schreibst uns einfach einen Kommentar. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Bis gleich.